Hallo Leute, ja, wir sind hier am Bahnhof. Der Zug, der hat ein Problem. Ich weiß noch nicht was. Ich habe mich verirrt. Okay, dann muss irgendwo ein Signal im Weg stehen. Dann werden wir dann gucken, dass wir das mit dem Signal mal hinkriegen. Und dann hatte man noch das mit den Glasscheiben. Die müssen wir auch noch gucken, dass wir die hinkriegen. Ne? Schaut's Logo und dann gucken wir weiter. Irgendwo muss jetzt hier ein Signal sein, wo er nicht lang kann. Ist die nur die Frage, wo muss er überhaupt lang, ne? Da muss er hin, okay. Sieht eigentlich so aus, als ob er da lang könnte, ne? Hier sehe ich jetzt kein Signal, was nicht geht. Einseitiges Signal im Weg, aber hier haben wir keine einseitigen Signale, oder? Ist da das falsche Signal? Machen wir das mal so. Nee, das war auch das richtige Signal, so glaube ich. Das sieht ja erstmal alles gut aus, ne? Warte mal, er kann da nicht lang fahren, oder? Doch, er kann da lang fahren. Aber will er da lang fahren, kann das sein? Nee. Der soll schon hier lang fahren. Da ist ja auch ein Signal. Wieso ist das Signal da? Das ist die Frage, ne? Fährt jetzt da lang, ne? Ich sehe jetzt kein Signal, wo ich sagen würde, das passt nicht, ne? Der fährt ja zum Beispiel auch da lang. Der kommt da lang. Ich sehe jetzt hier kein Problem eigentlich, dass der da rausfahren könnte, oder? Können ja mal ja so ein Signal gleich wegmachen, ne? Ne, da müssen wir den haben. Und das Signal war nicht das Problem. Dann reißen wir mal das da ab. Das ist auch richtig gewesen. Diese Signale sind alle richtig. Und hier sehen wir auch kein Problem, ne? Der fährt jetzt weiter. Hier ist alles grün. Ich weiß jetzt nicht, wofür dieses Signal da ist. Ist vielleicht das Signal falsch gewesen? Nee, auch nicht, oder? Er fährt trotzdem nicht. Das ist jetzt komisch, ne?
Schmeiß das mal gerade nochmal weg hier. Oder will der da lang fahren? Der will bestimmt da lang fahren, ne? Aber hier ist gar keine Weiche da rum. Das geht gar nicht. Er will hier hin, das ist schon mal klar. Aber wo ist da das Problem? Ich könnte jetzt alle Signale hier wegmachen, was bringt mir das? So, auf der ganzen Strecke ist jetzt kein Signal mehr eigentlich. Was ist mit diesem Zug los? Ich möchte jetzt hier nicht dieses Sengen da haben. Oh Mann. Wende. Aha, der kann da nicht rüberfahren, das ist sein Problem. Das heißt, wir stoppen mal diesen Zug wahrscheinlich. Oder wende den mal. Jetzt fährt er da lang, ne? So, hier war jetzt so ein Signal und so ein Signal. Und hier ist so ein Signal. So, und er sagt jetzt, er kommt da nicht raus. Warum kann er denn hier nicht rüberfahren? Das muss doch gehen, oder? So, das bedeutet, wir machen das anders. Dann schließen, fahr den mal zurück. Fahrzeug hat sich verirrt, genau. Mann, 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 Mann. Jetzt machen wir den mal zum nächsten Depot abschleppen. Wo ist das? Da. So, und jetzt müssen wir hier nochmal bauen, anders bauen. Bauen wir jetzt hier so rüber. Dann bauen wir hier so ein Signal hin. Und hier bauen wir so ein Signal hin. So, dann reißen wir das ab und das ab. Jetzt kann der fahren. Jetzt fährt er auch und jetzt gucken wir, wo er lang fährt. Jetzt fährt er da lang.
Da ist aber jetzt gesperrt, weil, ne, bis hier hinten alles eine Einheit ist. Mach da auch mal so. So, hier wird es jetzt ein bisschen so gemacht, damit der nicht hier irgendwas blockiert. Und da machen wir ein normales Signal hin, dann müsste er gut da durchkommen, oder? Und hier machen wir so eins hin. So, jetzt müssen wir den Zug mal sehen. Ah, der ist schon hier. Gut, und jetzt können wir den hier wieder starten mal. Der muss ja jetzt fahren können, ne? So, dann haben wir die blockierten Züge wieder hingekriegt. Glaube ich. Fahrzeug ist unrentabel. Okay, der ist da unrentabel, weil hier fährt sowieso keiner. Was hat denn der getransportiert da? Kohle. Hier ist nichts mehr mit Kohle. Kohle ist hier gestorben. Da ist nichts mehr mit Kohle. Das ist erledigt. Das heißt, zum nächsten Depot senden. Kannst du wegmachen. Und der ist auch auf Route 65. Kannst du also auch zum nächsten Depot senden. Die brauchen gar nicht mehr durch die Gegend fahren, weil hier ist ja nichts mehr los. Zwei Fahrzeuge sind da drauf gewesen. Hat sich erledigt mit denen. So, was gibt es sonst noch hier? Ja, der Kohlezug war das gerade eben, der da hingefahren ist. Der ist jetzt hier gescheitert, ne? 56 Tage verbleibend und der Zug ist jetzt, der da die Holzträger bringt. Einer von den beiden, den wir eben hatten, ne? Ja, das ist der mit den Holzträgern. Wo ist der jetzt? Ah, der kommt ja wenigstens. Dann passt das schon mal. So, nächstes Problem waren die Glasscheiben, ne? Die hatten wir jetzt noch offen. Und die brauchen wir jetzt hier auch nicht mehr hinbringen, wo dieser Bahnhof war, hier, ne? Das können wir dann auch canceln, ja. Da liegen jetzt zwar 91, aber die brauchen wir da nicht hinfahren. Den mal ins nächste Depot. Okay, kann keinen Weg zum Depot finden. Das heißt, der muss erstmal schnellstens in die andere Richtung fahren. Wenn wir irgendwo im Bahnhof gedreht haben, können wir nämlich fahren und sagen, fahr zum Depot. So, und jetzt kannst du ihn zum nächsten Depot schicken. So, der ist nämlich dann auch außer Betrieb sozusagen erstmal, weil das hier ja auch nicht mehr klappt. Ah, jetzt habe ich gar nicht geschaut. Wenn er mehrere, ne? Der hat sogar noch was geladen. Glasscheiben zu Heubach halt. Na, die anderen sind das nicht, die hier anhalten. Okay, und der bringt jetzt hier was hin? Na, der bringt jetzt hier Kohle hin, ne? Wahrscheinlich. Aber hier wird ja jetzt nichts mehr gefördert. Ja, wir müssten jetzt gucken, dass wir irgendwo was freikriegen. Wo es Kohle, Glasscheiben gibt, ne? Die wollen da Kohle haben. Da oben sind wohl Bretter. Holzbalken. Bretter und Holz. Da sind Holzbalken. Da unten sind Holzschrauben, wenn es denn welche sind. Da unten ist Kohle. Hier ist Stein und Kohle. Wenn der Stein hier direkt nebenan wäre, das wäre wahrscheinlich der beste Weg, hier dieses hier mal frei zu machen. Hier hätten wir Barren, Eisenerz.
Da oben sind Eisenbahnen wahrscheinlich. Was ist das da oben? Stein, okay. Und da ist dann Kohle. Also rein theoretisch müsste man das hier oben verfolgen, einfach aus dem Grund, weil hier Bretter und Holzbarren sind. Ne? Die Region kostet uns aber 2 Millionen, die wir ja jetzt momentan gar nicht haben, weil wir gerade mit 400.000 da rumfahren. Ist der immer noch nicht angekommen? Doch, der hat abgeliefert. Das heißt, die müssen jetzt genug haben eigentlich. Ne? 40 Stück im Lager, das sollte wohl reichen. Hier ist die Insolvenz vermieden, okay. Ja, weiß ich auch nicht. Eisenerz wird hier gebraucht. Neue Verkaufsstelle. Kriegen wir die angeliefert? Ist hier was in der Nähe? Ein Bahnhof. Okay, das ist alles angeschlossen direkt. Das würde bedeuten, hier müssen wir sowas hier machen, ne? Da ist ein Bahnhof und da fährt einer mit Holzbrettern durch die Gegend. Ist das denn so richtig? Und hier ist auch noch ein Bahnhof, ne? Und der bringt Sand durch die Gegend, oder was? Ja, da oben sollten wir mal schauen, dass wir das vielleicht hinkriegen, oder? Straße. Terminals. Das Terminal. Machen wir so, oder? Oder drehen wir das? Machen wir so. Wo kommt das Erz weg? Hier ist der Wald. Das Erz käme von hier, ne? Und da gibt es ja eine Route dahin. Gut, das bedeutet, wir machen jetzt schnell noch ein Depot daneben. Hier am Bahnhof hin. Terminal. Rein theoretisch vielleicht so, weil das dann mehr abdeckt, wenn da was Neues gebaut wird, oder? Na, machen wir. So. Dann hatten wir hier LKWs. Diese zwei LKWs, die setzen wir jetzt da oben hin, die fahren Erz. Ne, warte mal, das müssen wir anders machen. Wo ist die Route? So, der LKW ist der da oben. Und der LKW ist der da unten. Individuelle Route. Halt hinzufügen. Da. Laden. Da. Na, shit. Halt hinzufügen. Den da. Entladen. Speichern als. Kohle zu, starten. Und der kriegt jetzt Kohle zu. Übigau kriegt er jetzt auch. So, da muss ich irgendwie jetzt gucken, dass ich den Plan dahin kriege. Ach da. Individuelle Route, Route aussuchen. Was war das? Eisenerz zu. Ach, Kohle war das. Details hier, Eisenerz, fahren. Und hier das gleiche natürlich in grün. Nix Kohle, Details, so. So, der kann zu.
Das ist der, warum fährt er nicht? Im Depot. Okay, da gibt es keine Straße hin oder was? Na, das ist ja doof, ne? Okay, dann der nicht. Hä, wieso ist denn der das jetzt nicht? Der ist da im Depot, okay. Gut, das war dann jemand anders wohl. Aber ist nicht schlimm, der andere wird ja beliefert und der braucht nicht so weit fahren. Dann geht das erstmal. Jetzt müssen wir nur einen Zug haben. An den habe ich jetzt wahrscheinlich zugemacht, den Zug. Aber der müsste ja hier drin sein, oder? Ne, doch nicht. Der fährt. Welches Fahrzeug ist das? Das ist ein LKW. Der fährt erstmal. Welchen Depot ist dann der gelandet? Dem da? Ja. Aber der Zug ist nicht der richtige, weil der fährt jetzt Dingens durch die Gegend. Glasscheiben, ne? Da kann ich aber auch nichts anderes reinmachen, denke ich mal, wie Glasscheiben, oder? Also schon anderes, aber nicht mein Erz. Okay, das bedeutet, wir müssten einen neuen Zug kaufen dafür. Können wir uns den leisten? 227, ja, würde gehen. Und dann Erz. Das ist, glaube ich, nee, das ist Sand. Also der geht gar nicht. Der hat hier Erz, ne? 5. Der hat Eisenerz 8. $423, nicht genügend Geld, müssen wir gerade abwarten. Das kommt aber gerade rein dann. Nochmal Stufe 2, kaufen. Und Halt hinzufügen, ist hier. Laden. Und der muss noch da ganz hinten fahren. Halt hinzufügen, den da und entladen. Speichern als das und starten. Passt, der fährt. Dann sollten wir das hier beliefern auch. Und der LKW, der sollte hier irgendwo rumfahren nachher. Vielleicht sollten wir hier noch ein Lager haben, ne? Ne, Fahrzeugdepots nicht, sondern sag schon, Industrie hier, Lagerhäuser. Großes Lagerhaus. Dreh mal. Das. Und das soll da rein. Gut. Nachfrage gestiegen. Hier, okay. Da kommen aber auch schon Eisenbau. Na, das ist ja prima. Da verdienen wir dann ja Geld. Wo fahren die hin? Die fahren da hin. Okay, die werden dann da abgeliefert. Da kommt jetzt Kohle an. Sag jetzt nicht, das ist der Zug, den ich eben eingestellt habe und der fährt ja auch das falsche Material, ne? Nein, das war Kupfer. Ich glaube, der muss das liefern. Und nichts anderes, ey. Hier ist jetzt schon noch was angekommen. So, jetzt ist die Frage, wo ist der LKW, ne? Der hier arbeiten soll. Ja, das hat ja gut geklappt, ne? Wo ist denn der? Ach, der kann auch nicht losfahren. Die sind beide in dem Depot, okay.
Dann weg damit. Gut, dann müssen wir mal gucken, wo da ein Depot in der Nähe ist, dass da hinten der da hinfahren kann, ne? Ja, das müsste unser Standarddepot hier machen können, ne? Kaufen. Kohle ist hier. Beziehungsweise Route wählen. Eisenerz zu. Ah, die Linie hieß anders, ne? Zack, zack. Läuft erstmal. Ja, die müssten wir jetzt da hinten wegkriegen, wenn. Aber die lassen wir da hinten stehen und das ist erstmal gut alles. Insolvenz vermieden, das ist schon mal schön. Fahrzeug unrentabel und so, da können wir jetzt nichts machen. Der muss da stehen bleiben. Ist das neu hier? Ist das logistisch abgedeckt? Nein. Okay, dann können die doch hier noch Erz fahren, oder? In der Route ist das. Achso, da müssen wir erst noch ein Tal hinbauen, ne? Straßendepot ist das. Und das basteln wir mal hier hin, dann passt das schon, ne? Ne, da ist ein Depot. Ne, das ist das Autodepot. So, gut. Und dann ist das jetzt er hier. Halt hinzufügen. Da, laden. Hinzufügen, da. Entladen. Speichern als, okay. Eisenerzfeld Nordwest starten. So, zweites Fahrzeug, gleich hier in grün. Starten. Jetzt haben wir die beiden auch schon in Einsatz. Ne? Jetzt müssen wir nur gucken, dass hier der Zug noch schafft, hinzufahren, der auch Eisenerz bringen soll. Feld Nord. Holz bringt er. Der ist also nicht derjenige, den wir brauchen, sondern der ist es. So, der braucht einen neuen Halt. Und zwar, wo ist das jetzt hier mit dem Eisenerz? Hier. Laden. Halt hinzufügen. Entladen. Speichern als. Kohle zu Felden Nord. Ach, Kohle ist wieder falsch, aber war jetzt wieder mal so. So, der liefert jetzt Eisenerz, kann aber keinen Weg finden. Auch wieder schön, ne? Depot abschleppen. Also ich muss das Depot auswählen hier. Zack. Und dann starten. Dann haben wir das geschafft und wir haben schon wieder eine urslange Folge. Da müssen wir ja gucken, dass wir das hinkriegen, ne? So. Machen wir gerade schneller. Gucken, ob der da auch noch hinfährt. Hier stehen gerade ganz viele in der Schlange, aber jetzt sieht es so aus, als ob es wieder vorangeht. Kommt der da auch noch raus? Oh Mann, ey. Ich glaube, diese Signale schlecht dazu stehen haben. Irgendwann fährt er doch wohl, oder? Jetzt müsste er doch fahren, ne? Ja, jetzt fährt er auch, okay. Jetzt fährt er hier so komische Wege, ja, muss er wohl. Das ist schon wieder schlecht, wenn er hier diesen Weg blockiert, ne? Warte mal, dann können wir hier noch ein Signal machen.
Aber die Folge ist trotzdem zu lang, ne? So, damit der Weg wieder frei wird. Ich glaube, wenn er da steht, ist auch nichts blockiert, oder? Ne, dann passt das. Mal schnell laufen, mal noch mal schnell. Der fährt raus und der fährt rein und dann sieht alles gut aus. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Und dann müssen wir nächstes Mal gucken, dass der den Weg findet. Ne? Alles klar, bis dann. Ciao.